In Eisenstadt. Wolfgang und Gerhard beginnen mit ihrem Dienst auf der Autobahn Richtung Wien. Plötzlich bemerken die Beamten bei strömendem Regen eine Fußgängerin auf der A3. Ja, Fußgänger. Grüß Gott. Grüß Gott. Polizei. Ja. Sie sind hier auf der Autobahn. Ist Autobahn. Da dürfen Sie nicht gehen. Nichts Hauptstraße. Ja. Sie fahren jetzt mit uns mit. Wir fahren runter von der Autobahn. Okay? Aha. Wir bringen Sie nach Eisenstadt. Und da müssen Sie. Ja. Ja. Da müssen Sie schauen, wie Sie weiterkommen. Aber nicht auf die Autobahn gehen, okay? Aha. Das ist gefährlich, lebensgefährlich. Mhm. Okay? Ja, ja, gut. Okay. Steigen Sie einmal bei uns ein ins Auto. Steigen Sie ein. Geht eh schon. Setzen Sie ihn nieder. Ja. Geben Sie einen Rucksack. Oh, mit den. Oh, mit den. Mit denen können Sie nicht niedersitzen. Ja, Moment. Naja, eine typische gefährliche Situation. Eine Fußgängerin auf der Autobahn. Ungarische Staatsbürgerin hat offensichtlich die Autobahn mit einer Hauptstraße verwechselt, laut ihren Angaben. Die müssen wir natürlich jetzt runterbringen, nicht? Weil. Da geht schon, gell? Wenn da jemand auf dem Bahnstreifen fährt, die Dame ihn übersieht. Wir fahren jetzt bei der nächsten Abfahrt runter, werden die Dame dort aussteigen lassen und dann schauen wir weiter. Das ist Autobahn, ja? Ja. 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 Na, da können Sie gehen, ja. Aber nicht auf der Autobahn. Ja. Na, das willst du lassen werden. Der Bus hat die Bilder. Ja. So, liebe Frau, aussteigen. Geben Sie mir das her. Aussteigen. Wir sind ja wieder rein. Und aus. Dann wir da her an die Bushaltestelle, gell? Ihre Karte? Ja. Soll ich mit? Frau. Ja. Mit dem Autobus können Sie weiterfahren oder zu Fuß gehen, aber nicht mehr über die Autobahn, okay? Okay. Das ist zu gefährlich. Das ist der linke Mühlendorf. In dieser Richtung. Und links ja, ist ja. 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 Okay. Und dann links dort ja. Durch Eisenstadt durch. Ja. Ah, ja. Ja. Okay. Okay. Den Weg kennt sie, die Ortschaften kennt sie auch. Bin mir nicht sicher, ob sie das schon einmal gemacht hat, aber sie ist eine liebe, nette, alte Frau. Und wir haben es da gern hergebracht und jetzt ist sicher, wenn sie schon will, zu Fuß gehen. Es ist nichts passiert, das ist wichtig. Darum haben wir es mitgenommen. Ohne weiteres. Es ist nicht immer so üblich, dass wir jemanden mitnehmen, aber dort oben war es nur noch gefährlicher geworden. Und aufgrund dessen ist es gut, so wie es passiert ist. Nach der guten Tat geht es wieder auf die Autobahn. Kurze Zeit später wieder auf der A3. Gerhard kommt eine Lenkerin, die ihn links überholt, seltsam vor. Wir sind 130 gefahren, ne? Der ist an mir vorbeigeschlichen, dann hat er doch überholt. Die Witterungsverhältnisse dazu. Landesverkehrsabteilung Burgenland, Zivilstreife. Bitte Führerschein von innen, bitte Zulassungsschein vom Fahrzeug runter. Anhaltung, Ihre Fahrgeschwindigkeit war überhaupt nicht angepasst. Sie. Ich habe es laufen lassen, weil ich kein Benzin mehr habe. Sie haben es laufen lassen, weil Sie kein Benzin mehr haben. Wo passt da jetzt die Logik, Frau? Ja, weil mit dem Knichter. Nein, das hat man rollen lassen. Bergab wollte ich Schwung holen. Ja, und dann kriechen Sie auch noch an mir vorbei. Sie dürfen ja, wenn Sie ein Fahrzeug überholen, müssen Sie eine Geschwindigkeit wählen von wenigstens 20 km/h mehr, um einen sicheren, gefahrlosen, kurzen Überholvorgang zu tätigen. Das haben sie mir überhaupt nicht gemacht. Sie sind an mir vorbeigekrochen und dann haben sie da noch Gas gegeben und dann haben sie sich vor mich hineingesetzt. Da muss ich mein Fahrzeug dann abbremsen, da ist der Sicherheitsabstand nicht mehr gegeben bei mir. Annähernd 130 sind wir auch schon gefahren, das ist ein Videoüberwachungsfahrzeug der Landesverkehrsabteilung Burgenland. Die Geschwindigkeit ist nicht angepasst, es ist nebelig, es ist nebelreißend, die Fahrbahn ist nass. Es ist einfach nicht okay. In Rudersdorf befindet sich die Technische Prüfanstalt der Landesverkehrsabteilung Burgenland. Hier werden Fahrzeuge, die auf der Autobahn auffällig wurden, bis ins kleinste Detail überprüft. Oberstes Prinzip ist die Verkehrssicherheit.
Da wird auch keine Ausnahme vor Reisebussen gemacht und die mitreisenden Gäste müssen warten. Ja, wenn bloß eine Stimme inzwischen, dann müssen Sie das. Sie können ja das eh regeln, oder? Ja. Es hat mit den Ländern für sich nicht wirklich zu tun. Es ist nur so, dass man aufgrund von Alter teilweise sagen kann, dass jetzt natürlich teilweise Fahrzeuge länger verwendet werden. Möglicherweise, aber es sind ja durchaus einwandfrei gewartete Fahrzeuge dabei. Der Reiseleiter der ungarischen Reisegruppe ist wenig begeistert. Jetzt ist es schlecht. Ich schade, aber es ist schlecht jetzt. Aber ich weiß, dass die Polizei macht nur, was sie muss zu tun. Also ich verstehe das. Jetzt vorweg angeschaut auf die Angespieldetektoren. Da sieht man natürlich alles Mögliche von Lenkung, von diversen Bewegungen der Achse, ob das Fahrzeug imstande ist, alles auszutarieren, was die Straße hergibt. Und da wird sich dann ausstellen, wie es weiter ausschaut, beziehungsweise wird natürlich der Unterboden vom Fahrzeug kontrolliert, wie es da ausschaut, wie es mit Rost ausschaut, mit Rahmen ausschaut, etc. Die einzige Problem ist nur, es ist ein bisschen kalt. Aber alles ist gut. Ich weiß es nicht, ich denke, kein Problem. Ich denke, alles ist super. Die technische Überprüfung fällt positiv aus. Doch kurz nach dem Verlassen der Halle gibt es ein Problem mit dem Motor. Ein unangenehmer Vorfall für die Beteiligten. Der Zahnriemen löst sich auf. Also der Motor bleibt ganz einfach stehen. Ich will den Motor ausstellen. Der hat mich gehört jetzt. Die Gefahr besteht einfach, dass der Motor stehen bleibt. Ich meine, wenn er nicht blockiert, dann kann er den Bus natürlich jederzeit anhalten auf der Seite. Aber nur, das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Motor blockiert und dass er abrupt stehen bleibt. Es besteht keine Gefahr in Verzug und Sie dürfen weiterfahren, wenn Sie nur könnten. Die Busgesellschaft versucht nun, den Bus fahrtauglich zu machen, um schnell wieder auf die Straße zu kommen, auch wenn es nur behelfsmäßig ist. Der Fahrer hat einen Riemen mit. Und dann wird das Ganze wieder zusammengebaut und der Betrieb ist dann einwandfrei, nur die Klimaanlage funktioniert nicht. Und wir gehen mit diesem Bus weiter und wir wissen es nicht, wie lange es dauert. Das ist traurig. Ja. Währenddessen sind die Polizisten mit einem kleinen LKW beschäftigt, der wegen Überladung aufgefallen ist. Grüß Gott. Der Kollege hat sich verwogen, ihr Fahrzeug ist überladen, also besser gesagt der Anhänger ist überladen. Und wir machen jetzt dann anschließend eine technische Kontrolle. Okay. Wird der technische Zustand vom Fahrzeug geprüft. Kommt der Lenker dann, der fährt mit Ihnen Auto, okay. Sie dann bitte zuschauen. Okay? Der Anhänger hat 1500 Kilogramm und das Zugfahrzeug ist aber nicht für diese 1500 Kilo zugelassen. Also, obwohl er gebremst ist, der Anhänger zu schwer. Er darf den nicht ziehen. Das Zugfahrzeug ist mehr als 10 Jahre. Also wir werden das überprüfen, ob der technische Zustand da in Ordnung ist. Beim Hineinfahren fällt dem Beamten ein auffälliger Geruch des Fahrzeugs auf. Aber ich lasse offen, das stinkt. Also du wisst, was der Tank hat. Das ist ja Wahnsinn. Da stinkt da drin. Wie kontrollieren jetzt da? Ob der Lenker oder was da vielleicht der Heizöl getankt hat. Was ist im Tank drin? Riesling, nach Shell, nach Glasgow. Geist auf Shell getankt. Na, bezahlen vom Bankomat. Ich bringe dann diese. Beim Bankomat bekommt man auch eine Quittung. Ja, man. Nichts bringen rechnen. Also die können wegschmeißen. Walzerberg bei Salzburg. Der Tag von Fabian, der Leiter des Europa-Hotels an der Raststation, beginnt um 6 Uhr am Morgen mit einem Rundgang. Wie jede Rastmöglichkeit neben der Autobahn verlangt auch das Hotel 50 Cent pro Klogang und daher muss es sauber sein. Einfach, ob die Sauberkeit passt. Sauberkeit ist eigentlich sehr wichtig. Ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, was wir eben im Hotel auch haben. Und wir haben sehr viel Reinigungspersonal natürlich. Das, was natürlich jedes dauerhaft kontrolliert.
Und da ist einfach wichtig, dass wir immer einmal die Kontrolle darüber haben, ob eben auf den Toiletten alles in Ordnung ist. Ja, es ist recht fein. Ja. Wenn man Ruhe auch dabei hat. Ja. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bitte schön. Schönen Tag noch. Dankeschön. So, schauen wir mal, ob bei den Duschen alles in Ordnung ist. Eben das, die Duschen, was wir für die Fernfahrer anbieten. Die haben eine lange Reise gehabt, wollen natürlich duschen gehen. Und den Service müssen wir einfach auch für unsere Gäste haben, dass wir ihnen einfach eine Dusche anbieten, die was nicht unbedingt ein Zimmer haben wollen. Das ist eben eine ganz normale Dusche, die bekommen sie für 2 Euro. Zahlen sie an der Rezeption, hinterlassen einen Schlüssel und dürfen dann die Dusche eigentlich benutzen gerne. Ein Tröpfelbad der modernen Art. Das Angebot des Hotels ist speziell an die Anforderungen der Autobahnreisenden angepasst. Zimmer gibt es hier ab 64 Euro pro Nacht. Hallo Evelyn. Wie weit sind wir schon mit den Zimmer? Sind schon fertig welche? Ja, das ist die letzte. Das ist die letzte, sehr gut. Wir haben Gästeschicht, also große Gästeschicht. Wir haben Gruppen, wir haben koreanische, chinesische Gruppen, die was einfach nur auf der Durchreise sind. Wir haben Businessgäste, da Salzburg doch sehr zentral liegt. Und auch mit unseren Seminarräumlichkeiten, was wir haben, werden öfters Seminare. Und dann eben Reisende, also die was einfach auf dem Weg in den Süden sind oder in den Urlaub, Skiurlaub jetzt zum Beispiel, und die was schon lang gefahren sind und einfach einen Zwischenstopp benutzen. Also wir haben sehr viele Gästeschichten, aber sage ich, kümmern uns um alle gleich gut und jeder wird gleich behandelt natürlich. Das wirkliche Paradies des Hotels befindet sich jedoch am Dach, eine Feng Shui-Terrasse. Das Ding dahinter ist einfach, dass man den Gästen, wenn es stressig ist, immer wenn sie auf Reisen sind oder wenn sie Meetings haben und so weiter, eine Zeit einfach für Auszeit gibt. Das heißt, was nicht grenzenlos rasten eben, was auch eins unser Motto ist, dass man die Grenzen überschreitet einfach, also dass man sie gehen lassen kann. Entspannung braucht die resolute Petra, auch wenn ihr Job stressig wirkt, keine. Sie arbeitet an der zum Hotel angeschlossenen Tankstelle im Bistro. Wieder sehr. Mahlzeit. Ciao, danke. 2 Cappuccino fertig, 2 Kaffee. 3 Gutscheine. Ein Kaffee fehlt noch, ist skandalös. Herr Kollege, Cappuccino fertig, 2 Toast fertig. So, haben wir alles da, was wir brauchen. Milch, Zucker, dann haben wir gleich ein bisschen auffinden bei euch wieder. Hm? Für meine anderen Kollegen war das jetzt schon stressig, für mich nicht. Ne? Nämlich geht das alles. Hallo, guten Schritt, bitte sehr. 2 was? Helles. Bier, oder? Ja, bitte. Ja, es gibt helle Kaffee, kleine Bier, große Bier. Große. Große? Grüß Gott, bitte sehr. Was? Grüß Gott, bitte sehr. Schon seitdem ich laufen kann, habe ich die Hosen an. Außer daheim, da habe ich es nicht an. Grüß Gott, bitte sehr. Wer will, wenn Sie bei der Rezeption stehen, dann bin ich auch nervös. Grüß Gott, bitteschön. Zwei Cappuccino zum Mitnehmen, ja, ist das alles? 6,40 Euro, bitte sehr. Der erste Gast hat heute gesagt zu mir, ich soll ihm am Arsch lenken. Das ist eine Gruppe gewesen, ja, und die habe ich bedient. Und ich sehe nicht ein, wenn da jetzt Leute stehen und da steht nur einer, dass der das Recht hat, da jetzt rüberschreit, er kriegt einen Kaffee. Und ich bin gerade da und sage, ich komme gleich. Es würde mir recht sein, wenn sie hier bestellen würden, dass die kriegen. Dann hat er sie gesagt, ich soll ihm am Arsch lenken, hat sie untergeht. Dann hat die Dame gesagt, das ist aber sehr nett. Seitdem ich laufen kann, bin ich im Gastgeber, aber irgendwann stehst du dann drüber. Dann denkst du, warum soll ich? Dann denke ich mir, Mama, so wie gestern war so viel los, ich habe schon Hunger und Durst, rauchen will ich, ich will das. Dann denke ich mir, er kann nichts dafür. Umso schneller, was ich die alle befreit habe, die Zeit vergeht, dann war es das auch wieder. Aber es ist. Wolfgang und Gerhard haben eine Dame aufgehalten, die wegen zu wenig Sprit im Tank schnell zur Tankstelle wollte. Es ist rundum und um nicht okay, dass Sie sich so verhalten haben. Gell? Sehen Sie das ein? Ja, sicher. Na, das freut mich doch sehr. Dann werden wir eine Möglichkeit finden, von Ihnen einem Organmandat, Sie abzustrafen an der Ort und Stelle. Nichts geht gar nicht, gell? Weil geringfügig war die Verwaltungsübertretung nicht. Eine ganz Liebe. Hat sofort eingesehen, was sie gemacht hat. Meine, das mit Danken ist unlogisch, nicht? Aber ja, sie hat gesagt, sie muss schneller fahren. Oder lasst es rollen, weil es fast keinen Sprit mehr drinnen hat. Schnellstraßenbereich. Die Geschwindigkeit, die Sie gefahren sind, einmal 35 Euro vorher. Okay.
gut. Schweren Herzens aber doch, oder wie? Ja, danke schön. Wo ist denn die nächste Tankstelle, bitte? Wenn Sie immer geradeaus fahren, Sie kommen... Naja, Oberpullendorf. Vielleicht können Sie mich abschrecken. Nein, glaube ich nicht. Oberpullendorf. Sollen es jetzt noch 5, 6 Kilometer sein? Das schaffen wir auch. Aber locker. Gut, 35. Okay. Gibt es Kinder? Heute gibt es kein Mittagessen. Das glaube ich nicht, dass die Mama sich das traut, oder? Kein Mittagessen, die Kinder? Nein! Gehen Sie auf, gehen Sie auf, gehen Sie auf, gehen Sie auf. Das glaube ich überhaupt nicht. Die Kinder kennen gar nichts dafür, die Mama darf nichts Mittagessen. Die Kinder schon. Aber ja, sie ist eine ganz liebe, sie hat das eh gesehen. Ja. Nee, gegen so einen Garmann, da hilft sie ihr nichts. Das ist eh das geringste Mittel, dass mir er sagt, das war jetzt nicht ganz in Ordnung, sie hat es eingesehen. Und ja, es ist schön, wenn eine Amtshandlung so zu Ende geht. Nicht? Sie sich zeigen, man hat eine Gaude miteinander, man redet miteinander. Der Bestfall. So, Mama darf weniger essen, die Kinder kriegen schon was zu essen, oder? Gar nichts mehr. Aber jetzt kriegt sie was zu essen. Für Gosche. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich noch weiterkomme jetzt. Aber ich habe gesagt, er muss mich halt abschleppen dann, so langsam vorfahren. Die Dame jetzt ohne Sprit auf der Schnellstraße stehen bleibt, muss sie noch einmal 35 Euro bezahlen, weil das ist verboten. Und dann kriegen die Kinder wirklich nichts zum Essen. Erwischen Sie oft so nette Polizisten, oder? Nein, aber er vielleicht auch nicht so nette Frauen. Schönes Wochenende. Vorsichtig umdrehen. Wieder im zivilen Streifenwagen der Autobahnpolizei bekommen die beiden Beamten eine Einsatzmeldung zu einem schweren Verkehrsunfall. Autobahnmatterdruck 1 von Druck. Ja, kommen Sie zu mir auf die S4 von Gruppen-Mattersburg. Autobahnmattersburg 1 für Rosalia 141, wir sind auch unterwegs zu Ihnen. Nun müssen die Beamten schnell zum Unfallort, um dort die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und weitere Unfälle zu vermeiden. Sie sind von A3 gekommen oder von Mattersburg? Von Audi. Passt. Sie sind der Lenker? Ja. Stehen bleiben. Aus. Ist das Fahrzeug fahrfähig? Ja. Sind Sie verletzt? Nein, ich glaube nicht. Habe ich schon getroffen. Passt, super. Also jetzt ist nicht mehr fahrfähig. Okay. Er hat umgefahren auf die Spur. Ja. Er hat nur wieder Gas gegeben, also schau, ob es vorne ausgeht, da werden wir genau hinten erwischt. Jetzt mit Rad, mit Blut dagegen. Und zwar sind wir nach der Abfahrt A3 ca. 200 Meter Richtung Sieges. Steht ein Fahrzeug, ziemlich stark beschädigt, Flüssigkeit rinnt aus. Wir sperren gerade ab, oder? Wir haben jetzt einmal die Feuerwehr verständigt, um das Fahrzeug hier zu entfernen. Verletzt ist offensichtlich niemand. Wir machen jetzt eine großräumige Absperrung bzw. Umleitung, dass es nicht zu weiteren Verkehrsunfällen oder Auffahrunfällen kommt. Und wenn die Feuerwehr dann vor Ort ist, werden wir das Fahrzeug entfernen und schauen, dass wir die Schnellstraße wieder so schnell wie möglich frei bekommen.